Sie sind nach Hanau gekommen, Ja. als Panzergrenadier, haben Sie gesagt, Ja, und ja. Hanau wurde ja zur Festung erklärt. Ja. Erzählen Sie mal, welche Erlebnisse Sie von dieser wirklich Schlacht Ja, hatten. also auch da wieder Fügungen. Wir tanzen also an, kriegen unsere, hatten noch keine Uniform bekommen, mussten aber schon in Reihe und Glied antreten und dann wurde gerufen, wer ist Gymnasiast, wer hat Mittelschule besucht oder ähnliche oder Handelsschule, raus. Und das war ich ja. Und dann wurde weiter gefragt und dann kam die dritte Frage, und wer hat sich als ROB gemeldet? Das heißt, Reserveoffiziersbewerber. Und das war für mich also der Knackpunkt. Und da bin ich bei dem ganzen Getümmel, es ging ja hin und her, bin ich einfach wieder weggegangen und habe mich wieder hinten reingestellt. Und da kam der Leutnant dann zu dem Rest und hat nochmal gesucht und sah mich und sagte: Sie habe ich doch schon mal gesehen. Marsch. Und der hat mich also auf jeden Fall dann in der ganzen Zeit nicht vergessen. Sodass, was soll ich von ihm sagen? Als es dann wirklich hart auf hart ging und wir diese Bombenangriffe erlebten. Und wie gesagt, unser Bataillon, wir waren 1200 17-Jährige. Davon haben knapp 400 überlebt. Und dann, als die Schlacht nun richtig nahe ganz losging, nachdem Hanau zu 95% zerstört worden ist durch Bomben, wurden wir dann, die Überlebenden, aufgeteilt und dieser Leutnant winkte mich dann heran und sagte: Also, Sie bleiben bei mir, ich will Sie haben als Bataillonsmelder. Und ich musste also dann per Fahrrad die verschiedensten Befehle überbringen an diese und jene Stellen. Ja. Und Innerhalb der Stadt oder auch außerhalb? außerhalb, ja. Und das hat mir in gewisser Weise auch auf dieser Strecke sozusagen das Leben gerettet. Ja. Nicht? Und ja, und dann kam eben doch der Druck der Amerikaner wurde immer stärker und wir mussten uns dann zurückziehen, der Rest. Und ich war dann als Bataillonsmelder mitbestimmt worden, den Tross des Bataillons mit zu bewachen. Es war nicht ganz einfach und ein Stabsfeldwebel war mit meinem Dienst nicht ganz zufrieden und der hatte meine Akte bekommen. Und das war am 3. April 1945. Und er sagte nur: Morgen werden Sie nicht überleben. Ich lasse Sie an die Wand stellen. Und dann kamen die Amis. Und das war also sozusagen eine doppelte Befreiung.